Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. In Psalm 46, Vers 2 steht: Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Und deutlicher kann man es in dieser Zeit nicht mehr sagen. Und gleich im nächsten Vers heißt es: Darum fürchten wir uns nicht. Weil Gott unsere Hilfe ist, unsere Kraft und alles, was wir brauchen. Fürchte dich nicht. Du hast jemand zur Seite, deine Hilfe in großen Nöten, nämlich Jesus. Er ist an deiner Seite und er hilft dir. Und es ist ein Versprechen hier in diesem Wort. Er ist deine Zuversicht und deine Stärke, eine Hilfe in den Nöten, die dich getroffen haben. Hoffnung um 12, wir wollen dich ermutigen. Wir wollen wirklich aus Gottes Wort dir Dinge sagen und auch wirklich dir nahelegen, dass Hilfe ist in jeder Lage. Ich möchte dir heute wieder eine Frage stellen. Das heißt, bist du anwesend oder bist du brauchbar? Lass uns deine Gebetsanliegen wissen und wir beten für jedes Anliegen, auch diejenigen, die wir nicht hier vorlesen. Schreib uns auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder am Telefon bis 13 Uhr. Ja, die Frage, bist du anwesend oder bist du brauchbar? Ich weiß noch, als ich mal sehr müde im Klassenzimmer saß auf der Steuerfachschule, kam der Dozent rein und hat so in etwa mir die Frage gestellt, Daniel, bist du hier? Oder bist du woanders? Gerade er hat gesehen, dass ich total weg bin, weil ich war K.O. Aber ich möchte es heute auf eine andere Weise erklären. Wir hatten am Sonntag das Thema mit dem Vergleich der Dattelpalme. Eine Dattelpalme, das ist ein Vergleich aus der Bibel. Und das wurde mir am Sonntag sowas von greifbar, weil das Beispiel passt. Die ganze Dattelpalme ist eigentlich, sollte brauchbar sein, nicht nur anwesend, sondern brauchbar. Da gibt es die Wurzel, die sucht den Nachbar, also das ist ein Bild auch auf die Gemeinde, die wächst so, dass sie sich unterirdisch die Palmen verflechten. Und dann ist auch der Stamm ist biegsam, das ist auch ein Bild, was wir Christen sein sollten. Und auch brauchbar für den Bau von Hütten, von Häusern. Die Frucht sowieso, wir schauen bei der Dattelpalme meistens nur auf die Frucht, ist die Frucht gut. Und dann auch die Blätter. Alles kann man verwenden an einer Dattelpalme. Und wir sollen auch für unseren Nächsten brauchbar sein, nicht nur anwesend. Wie viele sind nur anwesend? Wie viele Christen hauen nur Bibelsprüche raus, haben aber für den anderen überhaupt keinen Nutzen. Wir sollen wirklich brauchbar sein, mit unserem ganzen Leben, mit unserem ganzen Dasein, brauchbar auch für den Nächsten. Und nicht nur die Frucht, sondern unser ganzer Mensch, wie wir da sind. Und lasst uns das auch für unseren Nächsten sein, der vielleicht eine Haustüre weiter wohnt und Not hat oder dem wir begegnen. Lasst uns da wirklich auch brauchbar sein. Herr, ich danke dir dafür, dass wir nicht nur anwesend sind auf dieser Welt, sondern du hast uns mitten hineingestellt in ein Land, in eine Wohngegend, auch an einem Platz, Herr, wo du uns reingestellt hast. Ich danke dir, lass uns dort brauchbar sein für die Dinge, die die Menschen dort brauchen. Lass uns wirklich inspiriert sein, diesen Menschen ein Segen zu sein. Danke, Herr. Amen. Amen. Und jemand schreibt uns: Ich habe ein Gebetsanliegen. Mein Mann ist vor 2 Wochen mit lebensgefährlichen Symptomen ins Krankenhaus gekommen. Er hatte einen Puls unter 40 und hatte einen Krampfanfall. Er ist nun wieder zu Hause, soll sich nicht aufregen, kein Auto fahren und nichts alleine machen, nur in Begleitung. Bitte betet für ihn, dass er wieder vollständig gesund wird und wieder in seine Kraft kommt und wir noch ein gutes gemeinsames Leben haben. Jesus, und wir danken dir, dass du eingreifst bei dieser kranken Person, und ich danke dir, dass du ihm eine Rundum-Erneuerung schenkst, dass du in seinem Herzen arbeitest, dass der
Impuls wieder richtig funktioniert. Danke, Jesus, dass dieses Herz gesund ist und in Ordnung ist, dass diese Krampfanfälle ausbleiben und dass er wirklich von Kopf bis Fuß eine Berührung erhält von dir. Danke, Jesus. Danke, dass du auch diese Ehe segnest. Danke, dass sie wirklich doch eine gute Zeit miteinander haben werden, in Gesundheit und in deiner Hand und an deiner Hand. Danke, Jesus. Amen. Schreib uns dein Anliegen oder ruf uns jetzt an. Die Infos sind wie immer eingeblendet. Und ganz in Kürze schreibt jemand folgendes Gebetsanliegen. Hallo, ich bitte um Gebetsunterstützung für meine Mietsituation. Ja, das ist auch eine aktuelle Sache, die ganze Mietsituation. Manche haben keinen Job mehr, manche können ihren Laden nicht aufmachen und wir kennen die ganze Situation. Und da wollen wir jetzt beten. Herr, ich danke dir dafür, dass du jetzt in die Situation hineinkommst, die sich um Miete drehen. Herr, ich danke dir dafür, dass du eine Lösung hast. Herr, danke, Herr, dass du auch die Vermieter, Herr, zubereitest, dass eine Lösung herbeigeführt wird. Aber Herr, ich danke dir dafür, nimm auch aus den Menschen die Angst heraus, die Not heraus. Herr, ich danke dir, schenk ihnen wieder eine Perspektive. Schenk ihnen, Herr, Möglichkeiten, Herr, die sie noch nie gesehen haben. Ich danke dir dafür, dass du auch da Lösungen schenkst. Amen. Amen. Per WhatsApp kam dieses Gebetsanliegen. Liebes Gebetsteam, ich brauche dringend eure Gebetsunterstützung. Habe seit einem Vierteljahr starke Schmerzen an den Halswirbeln, verbunden mit Kopf- und Ohrenschmerzen. Kein Arzt oder Physiotherapeut konnte mir bisher helfen. Vielen Dank für euren tollen Dienst. Ja, auch dafür wollen wir beten. Und auch für euch die Information, wir sind hier und beten für einzelne Sachen. Aber auch die Dinge, die nicht in der Sendung drankommen, für die wird gebetet. Und wir haben auch hinter uns ein Gebetsteam, das auch für die Sachen betet. Wir nehmen die Sachen auch sonntags mit in den Gottesdienst. Also keine Sorge. Und Gott weiß es sowieso. Herr, ich danke dir dafür, dass du jetzt auch diese Situation kennst und diese Schmerzen. Und ich danke dir, Herr, dass wir, wie es in deinem Wort steht, diesen Schmerzen gebieten, dass sie weichen in Jesu Namen. Wir rufen Gesundheit aus, deine göttliche Gesundheit. Danke, Herr, und nicht nur für das eine Anliegen, sondern Herr, für alle, die sich jetzt eins machen, die sagen, ja, das brauche ich auch. Ich danke dir, Herr, dass du der Helfer, dass du der Heiler bist, dass du der Retter bist. Amen. Nun ist wieder Zeit für die Gebetserhörungen. Und zwei Gebetserhörungen haben uns auf WhatsApp erreicht. Hallo, eure Sendung hat mich ermutigt zu beten. Nicht nur zu bitten, sondern gleich zu danken. Meine kleinen Kinder hatten sich schlimm in der Wolle und lautes Geschrei und Gezeter drang an mein Ohr. Ich betete und dankte für Frieden. Keine Minute später war nichts mehr zu hören. Ich bin verblüfft, wie schnell Gott eingegriffen hat und Frieden wiederhergestellt hat. Und das ist wunderbar, gerade auch in dieser Zeit, wo die Kinder zu Hause sind, nicht raus dürfen, nicht in die Schule, nicht in den Kindergarten, wo oft dann vielleicht auch Geschrei und Gezeter ist. Aber der Herr kann auch da Frieden schenken und er greift auch da ein. Lieber Daniel und Isolde, ich habe in den letzten Tagen einige Gebetserhörungen erlebt und möchte es weitergeben. Ich hatte euch geschrieben, dass ihr für meine Mutter beten möchtet, weil sie Probleme mit der Hüfte hat. Gott sei Dank muss sie nicht operiert werden und es ist eine Zerrung, die man durch Physiotherapie in Ordnung bringen kann. Für mich ist es ein Wunder und eine Gebetserhörung. Ich danke Gott dafür und euch fürs Beten. Und auch herzlichen Dank an jeden, der uns solch eine Gebetserhörung schickt und wir freuen uns sehr darüber. Ja, lass es uns wissen über WhatsApp, schick uns einen Text oder schick uns ein kleines Video. Wir freuen uns darüber, dass wir es auch wieder weiter sagen können. Ja, Tipp des Tages, wie sieht's mit deinem Charakter aus? Du sagst vielleicht, oh, hör mir auf. Kennst du den Spruch, den so manche sagen, so bin ich halt?
hast du vielleicht auch schon gesagt. Wie sieht es mit deinem Charakter aus? Was ist an deinem Charakter brauchbar oder wo sagst du, ja, das ist nicht so dolle? Wir haben das gehabt von der Dattelpalme, wo alles gebrauchbar ist. Lass dir das mal so auf der Zunge vergehen und lass das mal in deinen Gedanken Grundlage werden, dein Charakter und die Dinge, wo du sagst, so bin ich halt, bitte Gott jetzt, das zu verändern. Und sei auch bereit, es zu verändern. Sei auch bereit, loszulassen und nicht immer sagen, so bin ich halt. Oder so hat mich Gott geschaffen. Richtig, Gott hat dich geschaffen. Aber so geschaffen, ob dein Charakter, die Fehler, das glaube ich wenig, aber Gott möchte Veränderung schenken. Lass es zu, du hast ein viel schöneres Leben danach. Und wenn du Gebet brauchst, dann schick uns deine Anliegen. Wir beten gerne für dich und unser Telefon ist noch bis 13 Uhr geschaltet. Ja, gestern war Sonntag und wir hatten ja gestern die Heilungstage, also die waren Samstag und Sonntag. Den Sonntag kannst du wirklich wieder auf YouTube nachschauen, auf unserer Webseite. Schau dir ihn an, es ist sehr, sehr wertvoll. Wenn wir gerade bei YouTube sind, du kannst unseren YouTube-Kanal abonnieren. Klicke einfach auf die Glocke und du wirst immer informiert, wenn was Neues kommt. Ja, wir freuen uns, dich morgen wieder hier begrüßen zu dürfen und verabschieden uns jetzt von dir. Alles Gute und Gottes Segen.